Wir haben heute die Ehre, mit dir zusammenzusitzen, mit Christian Löffler. Und du hast hier aufgelegt beim Ford Festival in Tossa de Mar. Wir haben uns so ein kleines Spiel ausgedacht. Und zwar, du machst ja Musik. Und wenn du Musik machst, dann stellst du dir mit Sicherheit vor, wer am Ende derjenige ist, der diese Musik konsumiert. Und das Spiel heißt Listen to my music when. Und du hast hier insgesamt 19 unterschiedliche Situationen und einmal deine eigene Wahl. Und wir würden dich bitten, von diesen 20 Optionen quasi die 5 zu markieren, die am ehesten zutreffen, was du denkst, wenn jemand im Leben diese Situation erlebt, dann sollte er am besten meine Musik hören. Ja, ey, wenn man alleine ist und den Gefühlen freien Lauf lässt, finde ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, zum Konzentrieren ist das gar nicht so doof. Deswegen würde ich mal Studying for an Exam auch machen. Jogging in the Forest finde ich auf jeden Fall gut. Ja, Forest ist ja auch ein wichtiges Thema für dich. Ja. Also das passt. Also hätte ich wetten müssen, hätte ich das auch angestrichen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Irgendwie mag ich auch Walking Your Dog, weil das einfach auch draußen ist und irgendwie, ja. Hey, du bist draußen, du bist unterwegs. So, eins haben wir noch. Nur noch eins? Oder nehme ich was schon da ist? Shopping online ist nicht so cool irgendwie. Putting your baby to sleep. Finde ich ganz gut. Das ist auf jeden Fall sehr persönlich. Ich glaube, das würde bei der Musik eventuell auch funktionieren. Hab ich auch, das sollten alle mal ausprobieren zu Hause. Hat mir auch schon mal jemand erzählt. Ah ja, also. Deswegen, ja. Jetzt bist du ja nicht nur Producer, DJ, sondern du bist ja auch Fotograf und Maler. Wie entscheidest du, ob du jetzt lieber was produzierst oder lieber was malst? Wie entsteht das? Ja, die entsteht dadurch, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, gucke mir eine Ausstellung an und sehe jemanden, irgendwie Bilder, die mir gut gefallen oder Kunst, die mir gut gefällt, dann möchte ich auch Kunst machen. Oder ich höre jemanden, der Musik macht oder irgendwie ein spannendes Projekt oder ein schönes Konzert oder so, dann will ich Musik machen. Deswegen der Auslöser irgendwie oder die Inspiration ist eigentlich dieselbe, nur was... Woran ich gerade am meisten Freude habe, ist dann das, wo ich das dann umsetze. Ne? Also durch die Malerei hast du ja auch einen Bezug zu den Visuals, die so zu so einem DJ-Set dazugehören. Ja. Können die Visuals wirklich den Unterschied machen, ob die Musik wirklich richtig rüberkommt, richtig ankommt, richtig geführt wird oder nicht? Ja. Wie wichtig ist so das Visuelle bei einem eigentlich akustischen Erlebnis? Visuell ist schön und Licht ist auch wichtig und Video ist auch toll. Aber Musik kommt zuerst und klar, als Unterstreichung finde ich Visuals auf jeden Fall schön. Und würdest du sagen, es ist so ein bisschen die Zukunft, dass DJs auch Einfluss nehmen auf die Visuals und dass es so ein bisschen dazugehört, sich darüber Gedanken zu machen, oder wird es auch in Zukunft mehr oder weniger getrennt bleiben bei den meisten? Ich weiß es nicht, weil also bei mir ist es ja einfach natürlich, dass ich schließe. Beides gehört bei mir zusammen, also visuelle und der audiovisuelle Part. Ich mache ja alle Cover selbst oder fotografiere viel und habe sozusagen mein eigenes Universum einfach ganz natürlich, weil ich es sowieso mache und nicht einfach aus der Not heraus, ich brauche jetzt irgendwie was ich da zeigen kann. Und ich glaube, klar, also das macht schon Sinn irgendwie, dass man das so seine Musik da begleitet und... Aber ich glaube, es ist jetzt nicht für jedes DJ-Set irgendwie notwendig, weil am Ende geht es gerade beim DJ-Set oder bei Techno-DJ-Set geht es ums Tanzen und irgendwie find's auch gut, wenn die Leute mit geschlossenen Augen tanzen und einfach die Musik genießen und nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie wie auf den Fernseher gucken. Wenn wir richtig informiert sind, ist dein letztes Album 2016 erschienen. Was sind so deine nächsten Projekte, deine nächsten vielleicht Vorhaben Richtung Album? Ja, ich bin gerade dabei, ein neues Album zu schreiben und ich habe auch schon so 3-4 Stücke sind fertig, die spiele ich auch ab und zu und das soll Ende nächsten Jahres rauskommen, Oktober, irgendwie so in dem Dreh
Und jetzt habe ich auch ab November, Dezember habe ich so eine Pause mit Auftritten zum ersten Mal überhaupt und will so mich ganz auf die Arbeit konzentrieren, aufs Musikmachen irgendwie, ja, Kreativität ein bisschen zurückgewinnen auch und vielleicht auch malen. Malen auf jeden Fall ist auch ein Teil davon und irgendwie einfach wieder ein bisschen in den Schaffensprozess eintauchen. Deswegen nächstes Album, nächstes Jahr. Und dann habe ich noch eine Geschichte mit einer Freundin aus, einer Pianistin aus Polen. Und wir haben so gerade vor ein paar Wochen ein gemeinsames Konzert gespielt, zum ersten Mal mit komplett neuer Musik, die wir zusammen gemacht haben. Und das soll auch vorher noch veröffentlicht werden, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Und es ist ein bisschen anders von der Musik her, ein bisschen rougher, ein bisschen schnellerer Techno auch, würde ich sagen. Ja, das kommt davor noch dann. Vielen Dank an alle, die immer meine Musik hören, ey. Ich freue mich über den Support auf jeden Fall und vielen Dank, dass ich mit euch reden durfte heute. Unsere Ehre. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du die Zeit hast.